Und es scheint wohl eine Familie zu geben, die noch schlimmer sein soll als die Jindowis. Was mir hier wirklich sehr, sehr schwer fällt, das zu glauben. Nichtsdestotrotz sollen die ihre Familie wohl noch krasser ausbeuten und ihre Kinder. Wir gönnen uns das Ganze auf entspannten, zurückblendenden Phasen. Let's go. Stellt euch vor, der Top-Kommentar unter eurem letzten Video lautet wie folgt. Imagine, die einzige Privatsphäre, die du im Leben hattest, war im Sack deines Vaters. Und wenn das dann auch noch Anklang findet, dann sollte man sich definitiv Gedanken machen. Nun ja, die Rede ist hierbei heute von Chibo aka Cheng Löw und Sabibo. Und richtig gehört, das ist der Cheng, die alte OG-Legende von der Longboard-Tour. Aber es war Spaß! Spaß! Simon! Ich hab sehr, sehr stark geschmerzt. Und nein, tatsächlich war Cheng nie wirklich von der Bildfläche verschwunden, wie das einige dachten. Denn er hat auf YouTube fleißig weiter durchgezogen und lebt mit seiner Frau und seinen mittlerweile zwei Kindern in Indonesien. Und als ich mir dann ein Video von denen anschaute, wie er Cheng besuchte, dachte ich mir auch so, Alter, Cheng, der hat es wirklich geschafft. Junge, der hat ein geiles Haus, der hat einen privaten Koch, was will man mehr? Und gleichzeitig dachte ich mir auch, dass es Cheng demnach auch absolut nicht nötig hätte, seine Kinder in gefühlt jedes Video mit reinzuziehen für Klicks. Das denkt man bei den Jindowis ja auch. Ich meine, der spielt Fußball, sollte da eigentlich relativ gut Geld verdienen. Die haben mit Sicherheit auch andere Einnahmequellen und dieses jedes Mal die Kinder in den Videos im Vordergrund zu stellen und verpixelt zu zeigen, um ein wenig mehr Geld zu verdienen, habe ich auch nie nachvollziehen können. Ganz abgesehen davon, dass das nicht heißen soll, dass wenn du kein Geld hast und am Existenzlimit stehst, dass das gerechtfertigt wäre, solch einen Content zu bringen. Ich will nur damit sagen, dass ich es bei den Jindowis oder bei dem jetzt hier absolut nicht mehr verstehe. Doch was mir auf dem gemeinsamen Kanal Chibo, also der Kanal von Cheng und von Sabibo, aufgefallen ist, das ist wirklich mies. Besonders ihr Video bzw. Thumbnail ist gottlos ohne Ende. Dazu kommen wir aber später. Aber stellt euch jetzt einfach mal vor, ihr fandet damals schon die Harrisons zu krass mit der ganzen Vermarktung rund um ihre Familie. Dann ist halt das, was die beiden auf dem Kanal Chibo machen, nochmal um einiges absurder. Und das zieht sich tatsächlich schon seit Ewigkeiten durch, was ich noch gar nicht wusste. Beginnen wir nun mit der Schwangerschaft Nummer 1. Die Rede ist hierbei von Mila, der Erstgeborenen. Schon bevor die Kleine geboren wurde, kamen unzählige Videos über sie online und das Ganze waren auch nur gut und gerne 25 Videos und das allein vor der Geburt. OMG, wir sind schwanger. Schwangerschaftsupdate. Reaktion auf Schwangerschaft. Kein Kinderzimmer für Baby. Narben and Baby Update. Welche Sprachen für Baby Chibo? Wir spüren das Baby. Geschlecht erkannt. Hochzeit vor der Geburt. Boy or Girl Gender Reveal. Erstes Spielzeug für Baby. Schwangerschaftsupdate. Baby Howl. Fehlt am besten nur noch, dass sie zeigen, wo das Kind gezeugt wurde. Wo wurde das Baby gezeugt? Ja, sagen wir mal so, da wird das Kind ja noch nicht gezeigt. Wenn das deren Content ist und die Leute wollen Family Content sehen, ist das für mich in Ordnung. Da bin ich nicht so radikal wie ein Alpha Kevin. Sollen die so machen, wie die wollen. Mich stört halt nur dieser eine Aspekt, dass die Kinder gezeigt werden, dass sie erkannt werden. Was bei denen jetzt aber auch nicht allzu schlimm ist, denn die leben ja noch nicht mal in Deutschland und die produzieren ja Content auf Deutsch, wenn mich nicht alles irrt. Ja, Bro, da verstehe ich nicht, wieso mir dann gesagt wird, die sollen schlimmer sein als die Jindowis. Das Kind ist auf jeden Fall bei uns zu Hause entstanden, in dem Haus von meinen Eltern, im Kinderzimmer. Danke für die wichtige Information, das wollte wirklich jeder wissen. Kinderwagen, welche Farbe? Alleingeburt unter Mondschein? Wir heiraten noch vor der Geburt. Neues Babybett. Sabibo bekommt ihren Traumwagen. Kliniktasche packen für Geburt. Babybauch-Shooting. Schmerzfreie Geburt. Einführen. Pumpen. Dehnen. Das klingt falsch. Sollen wir unser Baby zeigen? Und bei dem Video wurde ich dann tatsächlich hellhörig, denn wenn man weiß, dass das Kind bzw. mittlerweile die Kinder in sämtlichen Inhalten veröffentlicht werden, dann scheinen die ja die Gefahren nicht wirklich beachtet zu haben. Doch lustigerweise juckt das scheinbar Cheng und Sabibo nicht, denn sie wussten sehr wohl über die ganzen Konsequenzen, die es mit sich ziehen könnte. Aber sie scheißen halt einfach drauf. Was ist der Hauptgrund, weswegen Leute sagen, man sollte keine Kinder in irgendeiner Form im Internet präsentieren? Ja, weil es zu viele Psychopathen gibt, die das Material quasi, dieses Foto von einem Kind missbrauchen könnten, indem sie sich da einen runterholen oder keine Ahnung, also die ganzen pädophilen Spastis da draußen. Genau, solche kranken Leute könnten sich diese Bilder angucken und falls dann da irgendwelche komischen Gefühle aufkommen, könnten sie halt auch mehr als jetzt nur, sagen wir mal, wenn die zu Hause sitzen und ihr Ding machen, gut, ist immer noch auf Distanz, ist irgendwo moralisch nicht vertretbar so, aber die machen so ihr Ding. Aber was halt dann Next Step wäre, ist, dass sie, keine Ahnung, am Kindergarten auflauern. Eine andere Sache, ein negativer Aspekt wäre auf jeden Fall, dass man das ja für dieses Kind entscheidet.
dass man vielleicht eines Tages das Kind zu dir kommen kann und sagen kann, du Mama, Papa, warum habt ihr diese Fotos von mir veröffentlicht? Finde ich nicht so cool. Genau da hätten die einen Cut setzen können und entscheiden, ey, das Wohl unseres Kindes steht im Vordergrund. Wir machen es nicht mehr. Zieh ich einen Hut vor. Super, habt ihr toll gemacht. Bis dato habt ihr die maximalsten Klicks in 25 Videos daraus gezogen aus der Schwangerschaft. Sei euch gegönnt. Macht halt andere Sachen. Und dieser Punkt mit zum Kindergarten gehen oder das Kind entdecken und sehen und zu wissen, wessen Kind das ist, das habe ich euch in einem meiner vorangegangenen Videos zu den Jane Doe's schon gezeigt. Ich zeige es hier nochmal, weil ich mir sicher bin, dass nicht alle das gesehen haben. Schaut euch nur diesen Kurzclip dazu an, da werdet ihr es verstehen. POV, in Mami verläuft sich. Mama! Das Kind kenne ich doch. Mama! Ich kenne das Mädchen. Hallo, kleine süße Maus. Hast du deine Mama verloren? Ja. Ich kenne dich sogar. Du heißt doch Imami. Hm? Ich kenne deine Mama auch. Kennst du wirklich meine Mama? Sie hat ein Baby bekommen. Kennst du auch meinen Papa? Ja, deinen Papa kenne ich auch. Er spielt gerne Fußball. Ja, das stimmt auch. Ich habe schon so oft mit ihm Fußball gespielt. Das weiß ich alles, weil ich ein sehr guter Freund von deiner Familie bin. Komm, ich bring dich zu deiner Mama. Das ist genau der springende Punkt, den diese Elternblogger, vor allem mit so einer riesen Reichweite, nicht verstehen, beziehungsweise nicht verstehen wollen, weil das Geld einfach zu gut schmeckt. Also die beiden, die haben schon über die ganzen Gefahren gesprochen und man könnte jetzt meinen, aufgrund der ganzen Szenarien, dass es sie abschreckt, eben das Kind zu zeigen. Aber nee, das genaue Gegenteil ist eingetroffen. Mila, also deren erstes Kind, hat übrigens einen Instagram-Kanal. Sie ist in unzähligen Postings zu sehen und wenige Tage, nachdem sie über die Gefahren gesprochen haben, wurde Mila überall auf YouTube gezeigt. Ich meine, am Ende des Tages ist es die Entscheidung der Eltern, wie sie damit umgehen. Allerdings ist das schon sass, wenn man wenige Tage zuvor ein Video aufnimmt, was für Konsequenzen das haben kann. Und kurz darauf zeigt man das Baby in gefühlt jedem Video in aller Öffentlichkeit. Und mit diesem Baby wurde dann auch unfassbar viel Content produziert. Ich meine, bringt ja auch gute Klicks, machen wir uns nichts vor. Aber die Fülle, wo man das Kind entweder im Titel oder im Thumbnail sehen kann, das ist schon wirklich viel. Man kann ja darüber diskutieren, ob man in Bezug zu Familienthemen mal das Kind irgendwo mit zeigt. Aber das hier wirkt halt im Prinzip so, als wäre das Kind der Aufhänger für viele Klicks. Und genau das finde ich ziemlich bedenklich, zumal die ja schon zuvor über die ganzen Gefahren gesprochen haben. Nun ja, 3 Jahre sind vergangen und es hat sich nahezu gar nichts verändert. Man sah Mila aufwachsen und sie dokumentierten das Ganze in Videoform und alle möglichen Fragen rund um das Kind wurden halt beantwortet, sei es halt drum, wo sie zur Schule gehen könnte, wer wem ähnlicher sieht oder welche Informationen wir noch alles so brauchen. Ich bin ja auch grundsätzlich nicht dagegen, wenn man sein Kind zeigt. Mal. Ihr seht ja meine Tochter auch ab und zu. Aber verpixelt. Man könnte sie auch mal so in einem Vlog unverpixelt zeigen, wenn die in der Szene ist, wo sie kurz vorbeigeht oder was auch immer. Trotzdem am Ende des Tages, dieses Vermarkten des Kindes ist absolut fragwürdig. Und das ist das, wo ich das größte Problem mit habe. Ich habe grundsätzlich sehr empfindliche Nippel. Ja. Na gut, aber zwischendurch hatte man immerhin mal kurz das Gefühl gehabt, dass nicht nur noch Mila der Content ist. Das hatte den Grund, dass Cheng und Sabibo immer mal wieder zeigten, wie sie ihr Haus bauen, beziehungsweise wie sie dort Dinge einrichten. Aber dennoch kam dann trotzdem vermehrt wieder Content rund um Mila. Und bevor ich jetzt noch 100.000 Mal Mila sage, gehen wir nun über in das Jahr 2023. Und da kam die nächste Ankündigung, denn ihr zweites Kind ist nun endlich auf dem Weg. Und diesmal wurde natürlich auch Contentmaschine Nummer 2 gestartet, denn es entstanden allein schon vor der Geburt wieder folgende Videos. Wir sind wieder schwanger. Reaktionen auf Schwangerschaft. Mit Baby auf Weltreise. Wo wird das Baby geboren? Es wird ein Junge. Hausgeburt in der Villa? Schwanger durch den Dschungel. 20 Wochen schwanger. Man kann das Geschlecht sehen. Es ist ein Junge. Boy or Girl? Sabibo geht's schlecht. Erste Wehen. Kliniktasche packen für die Geburt. Hier wird das zweite Baby geboren. Mit 7 Tage altem Baby fliegen? Kurz vor der Geburt. Schwanger für 24 Stunden. Baby Mama Dance. Geburtsbericht von Baby Nummer 2. Alles entspannt, Leute. Das waren jetzt bloß 20 Videos, die vor der Geburt entstanden. Von daher alles easy peasy, das war beim ersten Kind noch viel, viel mehr. Doch welche Informationen liegen uns nun schon wieder beim Neugeborenen vor? Nun ja, es hat mit sage und schreibe
0 Jahren einen eigenen Instagram-Kanal. Und genau dieser Kanal wird ebenfalls wieder ausdrücklich von den Eltern betrieben. Mensch, dieses Verantwortungsbewusstsein ist wirklich immens stark. Und was mir besonders gefällt, das sind die letzten 4 Beiträge von Cheng. Da sieht man schon das Kind am 2. Tag nach der Geburt an der Brust seiner Mutter. Und nach einer Woche wurde es dann fast komplett nackt veröffentlicht. Außerdem gibt es ja noch den Geburtsbericht. Und der hat es wirklich in sich. Also jetzt nicht direkt inhaltlich, obwohl auch die Schwangerschaft nicht prickelnd gewesen sein soll. Das waren zumindest die Erzählungen in diesem Video. Aber man hat sich extra zu zweit auf dieses Bett gehockt, das Kind in der Mitte in den Hintergrund gelegt, damit man es auch sehen kann, um dann vermutlich entweder mehr Klicks zu bekommen oder irgendwie bessere Reaktion zu haben. Ja, ganz, ganz cringe. Also ganz, ganz ekelhaft. Ich meine, ich zeige euch mal ein paar Sachen, die mir zugeschickt wurden. Ausweis des Kindes. Ausweis des Kindes wird einfach als Thumbnail genommen bei den Jindawis. Bevor überhaupt deren Kinder zur Welt kamen, wurde die kleine Schwester von ihm ausgenutzt für Klicks. Und hier dieses Bild gibt's halt auch von der kleinen Schwester, alles dank den Jindawis veröffentlicht. Und was diese perversen Hurensöhne in diesen ekligen Foren etc., die oft von den Pedohunters zum Beispiel durchstöbert werden, um da neue Opfer zu finden, die man packen kann, was die da mit ihr gemacht haben, mit diesem süßen Gesicht des Mädchens, will ich euch hier gar nicht erzählen. Und der Nader hat damals, bevor er den Nachrichtenempfang eingestellt hat auf Instagram, solche Sachen zugeschickt bekommen von diversen Aktivisten, unter anderem Error 404 und so weiter. Er ist aber nicht darauf eingegangen, denn ihm war es egal. Und das ist das, was mich zur Weißglut bringt. Warum dürfen solche Menschen Kinder kriegen? Warum gibt es keine Konsequenzen für deren Handeln? Warum ist man so ekelhaft und ehrenlos den eigenen Geschwistern oder Kindern gegenüber? Das kann ich halt nicht nachvollziehen. Und das Heftigste kommt jetzt noch, also schnallt euch unbedingt an. Die Top-Kommentare unter dem Video lauteten wie folgt. Thumbnail geisteskrank. Die einzige Privatsphäre, die du im Leben hattest, war im Sack deines Vaters. Muss sowas auf YouTube sein. Das Thumbnail geht halt echt nicht. Dieses Thumbnail, du hast sie ja nicht mehr alle. Das Thumbnail geht ja gar nicht. Das Thumbnail ist so bodenlos. Sorry, aber das gehört nicht ins Internet. Ich finde es ja schon ziemlich kritisch, dass ihr eure Kinder ins Internet stellt. Aber das toppt ja alles. Hoffentlich hagelt es ordentlich Kritik. So, und ich zeige euch jetzt, wie das aussieht. Nicht wundern, ich musste das wahrscheinlich jetzt noch ein Stück nachzensieren. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass das YouTube so nice findet, wenn man eine Frau in einer ganz komischen Position sieht. Aber die Kommentare, die beziehen sich auf dieses Bild hier. Das ist wirklich komplett geisteskrank, wenn ihr mich fragt. Also man kann ja gut und gerne über die Geburt sprechen. Alles tippitoppi. Aber was zum Teufel hat dieses Thumbnail mit diesem Inhalt oder dem Video zu tun? Okay, Grüße gehen an der Stelle raus an meinen Bruder Scouseboy, der zu mir meinte, Bro, zieh dir dieses Video rein. Die sind schlimmer als die Jindawis und allein dieses Thumbnail hat ausgereicht, um mir zu zeigen, ja, die sind schlimmer. Die Jindawis haben die Geburt auch gefilmt, indirekt, haben auch auf dem Thumbnail etwas Komisches drauf gehabt bezüglich der Geburt, aber so schlimm wie das hier waren die nicht. Also for real, die saßen in dem Video nur auf dem Bett und haben über die Geburt gesprochen. Die haben nichts eingeblendet. Und im Thumbnail sieht man einfach Sabibo, wie sie dieses Kind gebärt. Ich halte das alles nicht mehr aus. Also der Satz mit der einzigen Privatsphäre des Kindes noch vor der Geburt ist tatsächlich nicht mal so krass übertrieben. Das geht meines Erachtens nach wirklich zu weit und hat für mich auch absolut nichts im Internet verloren. Ich meine, man hat sich ja bewusst dazu entschieden, dieses Bild ins Thumbnail zu packen, obwohl das gar nichts mit dem Video an sich zu tun hat. Und keine Ahnung, das kannst du dir wirklich nicht ausmalen. Aber gut, das ist momentan auf YouTube los. Ich persönlich finde, dass Cheng und Sabibo mit diesem Content, diesen Thumbnails und diesen Content machen rund um das Kind viel zu weit gehen. Wenn man vielleicht mal in Bezug zum Familiencontent ein Bild postet oder ein angenehmes Video postet, ey, okay, kann man vielleicht noch drüber hinwegblicken. Aber holy shit, hier wird ja gefühlt alles rund um das Kind gepostet, weil es wahrscheinlich Klicks bringt. Ich meine, die Kinder sind 0 und 3 oder 4 Jahre und haben einen eigenen Instagram-Kanal. Sehr, sehr weirde Nummer. Denen sei natürlich alles Glück der Welt für die Familie gewünscht. Aber bitte bedenkt auch an der Stelle, dass alles, was sie ins Internet stellt, im Internet bleibt und bewertet und beurteilt werden kann. Und dann könnte das Ganze nämlich auf die Kinder wieder zurückfallen. Und ob die so zufrieden mit solchen Bildern sind, weiß ich nicht. Vor allem der Clip von Nader Jindawi, der da auf Klo am Kacken ist. Da kommt das Kind von dem rein und schnüffelt an seiner dreckigen Unterhose, die da auf dem Boden liegt. Und der veröffentlicht das auch noch. Und die sagt auch noch, Papa, das stinkt. Irgendwie sowas. Ey, Bro, also
sorry, da verstehe ich diese Köter nicht, die dann noch verteidigen. Ich weiß, das sind kleine Kinder. Das sind 10- bis 13-jährige Pisser, die keine Ahnung vom Leben haben. Aber nichtsdestotrotz, sowas musst du sogar als Elternteil, auch wenn du dich damit dumm und dämlich verdienst, nicht unbedingt auf deinem Kanal posten. Es ist halt ohnehin schon kritisch, die Kinder mit für den eigenen Content mit einzubeziehen. Aber diese Masse an Videos und Inhalten, finde ich, ist schon wirklich zu viel. Ja, Freunde, was soll ich euch dazu sagen? Meine Meinung diesbezüglich kennt ihr. Ich bin ein bisschen softer tatsächlich geworden. Ich bin nicht mehr so radikal dagegen. Sollt ihr eure Kinder gerne hin und wieder zeigen. Aber so ausschlachten für Content und dann auch noch so fragwürdige Sachen diesbezüglich hochladen. Ich weiß es nicht, ob das so geil ist. Naja, muss halt jeder für sich selbst wissen. So viel meine Meinung zu der Thematik. Ich hoffe, euch geht's gut. Schreibt mir eure gerne unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann und ciao!